So, dann darf ich nochmal herzlich willkommen heißen zum Chart-Webinar am 22. November 2016. Wir biegen allmählich auf die Zielgerade ein. Es sind jetzt noch ein paar Handelswochen, haben jetzt in den USA einen kleinen Feiertag, Thanksgiving, am Donnerstag und wisst ja schon, dann kommen ja auch eigentlich so die für die Weihnachtszeit wichtigsten Tage, vor allem für die US-Einzelhändler wird es dann ja entscheidend. Stichwort hier Black Friday, wo sich ja viele freigenommen haben und dann shoppen gehen. Cyber Monday, der ja so ein bisschen vorgezogen ist, wo ja gerade eben die vielen Leute in den Online-Shops mal auf Schnäppchenjagd gehen. Das wird dann nochmal sehr interessant zu Beginn der kommenden Woche, wenn so die ersten Daten reinkommen, wie die Einzelhandelsumsätze ausgefallen sind, wie auch die Online Portale abgeschnitten haben, Klickzahlen, Besuchszahlen, Umsätze und so weiter. Das könnte nochmal eine schöne Indikation geben, wie denn dann auch das Weihnachtsgeschäft insgesamt vor allen Dingen ausfallen wird, wie vor allen Dingen dann auch die Konsumentenmeinung, Konsumentenvertrauen ist für das nächste Jahr vielleicht auch schon. Also da schon mal etwas drauf schauen, schon mal so eine erste kleine Sentimente-Umfrage, möchte ich mal sagen, steht dann da schon mal an, was aus den USA zu erwarten ist. Ansonsten, was zu erwarten ist, ganz interessant, ich hole mal kurz die Handelsoberfläche von Ayondo rein. Zwei interessante Charts aus Sicht des deutschen Anlegers. Hier oben der DAX, zugegebenermaßen, der ist jetzt nicht wirklich interessant. Man kann das jetzt spannend machen, aber im Augenblick ist es einfach nicht wirklich toll. Wir sind hier weiter in der Seitwärtsspanne gefangen, die ja inzwischen seit Anfang August anhält. 10.650, 10.830 auf der Oberseite. Rechne nicht so richtig raus. Was ich interessant finde, ist, dass wir dieses inverse Verhältnis zum Euro-US-Dollar inzwischen auch nicht mehr den DAX beflügelt. Also wir hatten ja eigentlich während des Jahres hindurch mehrfach mal so die Regel gehabt, wenn Euro-US-Dollar unter Druck kommt, das heißt also Euro-Abwertung, US-Dollar-Aufwertung, wie zum Beispiel in dieser Phase hier, dann profitiert davon tendenziell der DAX. Haben wir hier auch gesehen, als wir im Oktober lief es ein bisschen nach oben während der Euro-Abwertung. Hier war genau die gleiche Geschichte auch nochmal gewesen. Euro-Abwertung bis so Anfang November und der DAX profitierte auch davon. Unter anderem natürlich nicht nur von der Euro-Abwertung, aber auch zum Teil, weil natürlich mit einer Abwertung beim Euro wiederum die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen auf den Weltmärkten steigt. Sie können ihre Produkte da etwas günstiger anbieten. Und deshalb ist so eine niedrigere Währung, sage ich jetzt mal, verschafft dann dem Währungsraum bzw. den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Das Interessante ist, so dass ab dem 10., 11. November hier ungefähr die Euro-Abwertung den DAX eigentlich überhaupt nicht mehr genutzt hat. Wir pendeln seitdem seitwärts, obwohl ja hier nochmal ungefähr 3,5% draufgekommen sind. Das heißt also, der Euro entsprechend abgewertet hat. Das scheint den Investoren, gerade die internationalen, beim DAX im offenbar kein Kaufargument mehr zu sein im Augenblick. Man hält sich hier lieber zurück aus gutem Grund. Warum profitiert der DAX nicht mehr von der Euro-Abwertung? Naja, wir haben hier so ein paar Probleme noch in Europa, während ja in den USA Trump nach wie vor das große Thema ist und der mit großen Konjunkturprogrammen, Steuererleichterungen, Deregulierung um sich schmeißt. Ist in Europa Status quo, hier passiert nicht so viel. Angela Merkel wird wohl, denke ich mal, auch die nächsten 4 Jahre das Zepter in Berlin schwingen, also gleiche Politik. Es gibt so einen kleinen, oder ja, etwas problematischere Geschichten noch auf allen anderen Ländern. Italien-Referendum Ende kommender Woche. Da weiß man im Augenblick auch nicht, wie es ausgeht. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Umfragen nennen. Die sehen im Augenblick eher eine Tendenz hin, dass es ein Nein zu der Reform geben wird. Aber Sie wissen ja inzwischen, oder weiß inzwischen ja jeder, dass Umfragen nichts mehr wirklich wert sind. Dennoch, man hält sich einfach zurück, wenn man sich zum Beispiel jetzt einfach mal den italienischen Bankensektor angeschaut hat. Der war in den vergangenen Tagen schon unter Druck. Wenn wir uns den italienischen Leitindex anschauen, hier den FTSE MIB, auch hier schöne Serie jetzt hier von fallenden Hochpunkten, also der Markt in Italien tendenziell auch angeschlagen. Wir sind hier sogar knapp nur noch über einer wichtigen Unterstützung, 15.900, 16.000 Punkte. Also das wird eine heiße Kiste, je nachdem wie das Italien-Referendum ausfällt, könnte es dann, wenn es negativ ist, das heißt die Reform
Reformen abgelehnt werden, dann könnte vielleicht wieder die Stabilität der Europäischen Union als Ganzes in Frage gestellt werden. Dann erhält die Fünf-Sterne-Bewegung Auftrieb. Und dann werden sich einige Investoren denken, warum in Europa investieren, wenn wir dann im kommenden Jahr auch noch in Frankreich, in den Niederlanden, in Deutschland Wahlen haben. Wie werden da vielleicht die Wähler entscheiden? Das ist ja ein Faktor, den man überhaupt nicht im Griff hat. Das haben wir ja in diesem Jahr öfter schon gesehen. Und dann macht man einfach einen Bogen um den europäischen Aktienmarkt. Ja, da kann der von der Bewertung her günstiger sein als US-Aktien oder als viele andere Märkte eben auch. Wenn hier die politischen Risiken einfach so groß sind oder als so große wahrgenommen werden und dann schnell mal wieder die Karte gespielt wird, vielleicht Zerfall der Euro-Union, Zerfall des Euros, ansteigende Renditen in Europeripherieländern, da steckt man in der Sackgasse fest, da riskiert kein Fondsmanager mehr größere Wetten auf europäische Aktien. Dafür muss dann erst wieder von der politischen Ebene Klarheit herrschen. Es könnte natürlich auch sein, dass in Italien alles durchgeht, dass das Reformprogramm abgesegnet wird vom Volk, dass Herr Renzi im Amt bleibt und dann werden wir auch die Jahresendrallye, denke ich mal, sehen. Aber solange das nicht in trockenen Tüchern ist, wird man wohl auch beim DAX weiterhin abwarten müssen, ob wir hier oben nachhaltig über diese Seitwärtsbewegung, über diese obere Barriere ausbrechen oder nicht. Das ist im Augenblick die Ausgangslage. Wir haben politische Börsen haben kurze Beine. Weiß ich nicht, kann man im Augenblick auf jeden Fall nicht mehr unterstreichen. Im Jahr 2016 läuft so einiges anders eigentlich, als wir das bisher so erwartet hatten. Und ich würde mal sagen, das ist doch die perfekte Zeit, um mal kurz die Umfrage zu starten. Wie seht ihr den DAX in der kommenden Woche? Höher oder tiefer? Zuletzt hatten wir ja weiterhin noch einen ganz klaren Optimismus gesehen. 68% waren davon ausgegangen, der DAX steht diese Woche höher. Hat im Wochenvergleich ungefähr 20 Punkte verloren. Also nicht ganz zugetroffen, eingetroffen ist das Ergebnis, aber trotzdem noch ganz in Ordnung. Ich gucke mal schnell in der Zwischenzeit in die Fragenbox rein. Ich soll mich mit Merkel zurückhalten. Ja. Ich frage mich, wer will Merkel überhaupt ernsthaft gefährden? Also das ist schon so gut wie sicher, sehe ich das im Augenblick. Es kann natürlich noch sehr viel passieren in der Zwischenzeit, aber naja, ob die SPD da wirklich einen geeigneten Kandidaten findet, gegen sie aufstellen kann. Glaube ich mal nicht, aber schauen wir, ist dann ein Thema für den Spätsommer nächsten Jahres. Seitwärts wollen ja einige Stimmen schon. Ob man in Bitcoins investieren kann, kommt hier eine alternative Frage, also ein alternatives Investment. Ich schließe mal die Umfrage. Bitcoins, ja, es ist ja so eine Art Digitalwährung, für alle, die sich damit nicht so sehr auskennen, hatte mal einen ziemlichen Hype gehabt. Dann gab es noch mal so ein paar Manipulationsvorwürfe, dann kam der Bitcoin-Kurs mal wieder unter Druck. Ich glaube, im Vorfeld der US-Wahlen zogen die Bitcoin-Nachfrage wieder an, auch der Kurs. Wie es im Augenblick steht, weiß ich nicht. Das, glaube ich, hat sich so auf halbwegs erhöhtem Niveau eingependelt. Muss man ehrlich gesagt ein Fan von sein. Also da würde ich mich tiefer erstmal einlesen, ob man wirklich Bitcoins, ob man das ganze Modell verstanden hat, ob man da einen Index darin investieren kann. Es gibt ein paar Befürworter, die sagen, Bitcoins gehört die Zukunft. Wenn sowieso dann die Notenbanken und Regierungen langsam aber sicher das Geld abschaffen, Stichwort Indien, die haben ja mal eben über Nacht eine Note aus dem Verkehr gezogen, daraufhin ist die Goldnachfrage in Indien extrem stark angezogen. Das spielt natürlich alles so ein bisschen diesen Bitcoin, ich sag mal Weltuntergangspropheten in die Karten. Weiß ich, bin ich jetzt kein so wirklich großer Freund im Augenblick noch von Bitcoins. Aber vielleicht zur Diversifizierung, wenn man ein größeres Portfolio hat, warum nicht ein bisschen zum Beimischen, kann es, denke ich mal, nicht schaden. Aber dann nicht gerade, wenn in den Medien überall zu lesen ist, Bitcoin steigt und steigt, sondern eher, wenn Bitcoin ein bisschen unter Druck gekommen ist. Also antizyklischer lieber. So, Umfrageergebnis. 47% erwarten den DAX nächste Woche höher. 53% tiefer, das ist ein Ergebnis, 45 bis 55, sage ich ja, das ist nicht aussagekräftig. Also das könnte eher darauf hindeuten, die bisher auf den Ausbruch gesetzt haben, sind jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger geworden. Also die Euphorie schlägt hier nicht mehr so richtig durch. Und letztlich das Sentiment-Ergebnis, was wir hier jetzt in unserer kleinen Webinar haben, das sieht man auch hier unten bei der Börse Frankfurt, bei der wöchentlichen Umfrage.
Privatanleger, das ist ja hier der gelbe Balken, ist ein bisschen zurückgegangen. Weiterhin eigentlich ein relativ hoher Optimismus vorhanden, wenn man das immer vergleicht. Die Höhe des gelben Balkens liegt immer noch so im Bereich des Jahreshochs, ist ein bisschen zurückgekommen jetzt zuletzt, aber nach wie vor rechnen offenbar sehr viele private Anleger mit einem Jahresendrallye, haben sich also schon in Richtung dieser positioniert. Bei den institutionellen, das ist hier der blaue Balken, interessant im Wochenvergleich, ist ein bisschen mehr zugenommen. Das heißt, sie haben die Instis auch ihre Positionen im DAX ein bisschen aufgestockt. Das geht wohl darauf zurück, dass der DAX nicht mehr nach der Trump-Entscheidung unter die Räder gekommen ist, denn da wollten viele Instis noch mal etwas günstiger in den Markt reingehen. Das hat jetzt nicht funktioniert, denn der Markt ist nach oben gelaufen. Jetzt sind sie dann zähneknirschend, dann ist nicht in Performance-Rückstand geraten, reingezwungen worden in den Markt. Aber so richtig wohl fühlen die sich, denke ich mal, im Augenblick auch nicht, denn hier fehlt einfach der Ausbruch. Ja, jetzt ist die Frage, was kann man daraus ableiten? Wenn wir jetzt ausbrechen sollten, könnte es sein, dass so ein bisschen die Anschlusskäufe auch fehlen. Denn es sind relativ viele Institutionelle im DAX schon drin. Hier besteht noch ein bisschen Potenzial, aber ein paar sind drin. Privatanleger sind schon zum Großteil investiert. Könnte sein, dass hier noch ein bisschen aufgestockt wird, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass wenn der DAX über die 10.830 steigen sollte per Tagesschluss, dann werden wir hier noch kein richtiges Feuerwerk sehen. Denn das Umfeld passt einfach im Augenblick in Europa nicht. Das Geopolitische, also vor allem das Politische, passt eben nicht so richtig zusammen. Amerika, da ist einfach jetzt das Momentum drin. Da fließt auch das Geld hin, da bauen die Fondsmanager ihre Cash-Positionen ab und steigen ein in den Aktienmarkt. Wir hatten ja jetzt zum ersten Mal in diesem Jahrtausend am Montag den Fall, dass Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite und Russell 2000 also auf Rekord ausgebrochen sind. Das haben wir ja, wie gesagt, schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und das ist ein ganz klares Zeichen der Stärke im Augenblick. Wenngleich natürlich man auch hier von Sentimentsicht in den USA schon wieder vorsichtiger sein muss. Hier die Profis, die blaue Linie. Wir nähern uns jetzt mit 84 Punkten knapp langsam wieder hier oben den etwas euphorischen Niveau an. Noch nicht so richtig erreicht, aber auch hier die institutionellen Positionen aufgebaut. Es ist so ganz allmählich etwas doch, zu großer Optimismus vorhanden, vor allen Dingen bei den Privatanlegern. Ja. 47% sind inzwischen bullish, erwarten also in den kommenden 6 Monaten steigende Kurse. Das sind knapp 10 Prozentpunkte mehr als im langfristigen Durchschnitt. Das neutrale Lager ist sehr leer. Bärisch sind auch inzwischen nur noch recht wenige positioniert. Also von dem Sentiment her gesehen haben wir schon fast eine Euphorie an den US-Märkten. Das ist ja dann ein klassischer Kontraindikator, wo man dann sagt, also vorsichtig, wenn alle mit steigenden Kursen rechnen, dann gibt es einfach keine neuen Käufer mehr und dann werden die Kurse auch nicht nach oben durchstarten. Also vom Sentiment her gesehen, USA nicht mehr so viel zu erwarten. Auch in Deutschland sind schon relativ viele positioniert, also ist das Potenzial unter dem Strich für Jahresendrallye aus stimmungstechnischer Sicht eher begrenzt, würde ich sagen. Dann gucken wir uns mal hier an, die Termine habe ich jetzt nicht aktualisiert, aber wir sehen ja hier, was uns jetzt bevorsteht. 2. Dezember geht es weiter mit den US-Arbeitsmarktdaten. Die werden dann einfach nochmal wichtig im Hinblick eben auf eine Zinserhöhung Mitte Dezember. Selbige ist inzwischen eigentlich nahezu eingepreist in den Kursen. Wir haben eine Quote von ungefähr 95-100%ige Wahrscheinlichkeit, dass die FED die Zinsen erhöhen wird. Und ich habe es ja auch schon vor Monaten gesagt, ich bleibe dabei, auch die FED wird die Zinsen erhöhen im Dezember. Das wird auch jetzt so passieren. Im Augenblick sogar eine 50%ige Wahrscheinlichkeit für 3 Zinserhöhungen in 2017. Wohlgemerkt, damit rechnet der Markt, nicht die FED. Ja, und das ist schon mal ein großer Unterschied eben auch. Früher hat ja noch die FED kommuniziert, es gibt 2016 3-4 Zinserhöhungen, jetzt sind wir bei einer angekommen, der Markt hat das immer misstraut. Jetzt rechnet der Markt tatsächlich auch selbst mit, also zumindest die Hälfte der Marktteilnehmer, mit 3 Zinserhöhungen in 2017. Trotzdem steigen die amerikanischen Indizes weiter. Das heißt also offenbar, so ein paar Zinserhöhungen kann man durchaus offenbar schon einpreisen. Wenn da jetzt noch 1-2 kommen, dann ist das für die Aktienmärkte ja auch noch nicht schädlich. Es ist ja noch kein kritisches hohes Zinsniveau. Es gibt ja durchaus Phasen, das zeigt ja die Vergangenheit, wenn man die vergangenen 10, 20 Jahre, wenn man sich die anschaut, dass es Phasen gibt von steigenden Zinsen und auch steigenden Aktienmärkten. Denn steigende Zinsen sind ja per se noch kein Gift für die Märkte. Zumindest früher war es das nicht gewesen, wo es nicht so eine hohe Verschuldung gab, denn es zeigte ja letztlich,
Die Konjunktur läuft gut und die amerikanische Notenbank will mit den Zinserhöhungen einer Überhitzung der Konjunktur entgegenwirken. Das ist ja per se noch nicht negativ jetzt für den Aktienmarkt und für Unternehmen selbst. Und auf einem bestimmten Zinsniveau wird es natürlich kritisch, weil man dann eben, ja, dann ist nur noch eine Frage der Zeit, bis eigentlich die Konjunktur langsam abkühlt und wir wieder so einen Scheiterpunkt haben. Jetzt haben wir eine etwas andere Ausgangslage durch die enorme Verschuldung, die wir in den USA ja auch haben, 65 Billionen Dollar, wenn man alles zusammenrechnet, hat natürlich dann auch schon geringere Zinserhöhungen, einen größeren Effekt, weil ja dann der Schuldendienst entsprechend größer wird. Die Unternehmen sind auch stärker verschuldet. Also das schon mal für 2017 ein wichtiges Thema. Wir haben die EZB-Notenbank-Sitzung und natürlich hier 4. Dezember Abstimmung Reform in Italien. Würde ich jetzt auch mal ein 3 plus dran machen, weil das inzwischen doch die Märkte stärker bewegt. Das bremst einfach den europäischen Aktienmarkt aus. Das ist die Agenda zunächst einmal. Dann gucken wir uns mal kurz an die Charts, gerade zum Anlass eben, dass wir ja hier in den USA auf Rekord ausgebrochen sind. Wenn man sich das Ganze auch langfristig mal betrachtet, hier einfach die Preisindizes sich anschaut, Dow Jones ja seit dem Jahr 2000 um rund 60% gestiegen. Das ist hier die grüne Linie. Wenn man das mal vergleicht mit dem DAX-Preisindex, also nicht der omnipräsente Performance-Index, sondern der Preisindex, in dem ja eben nicht die Dividenden reinvestiert werden, der liegt im Augenblick, das ist hier die blaue Linie, 17% unter dem Hochpunkt aus dem Jahr 2000. Ja, und auch der Eurostox zum Beispiel hier, Eurostox 50, diese dunkelbraune Linie, liegt sogar 44% unter dem Hochpunkt aus dem Jahr 2000. Also auch hier ganz einfach mal Dividenden bereinigt betrachtet, und das ist ja letztlich auch die Richtschnur, wenn man internationale Indizes miteinander vergleicht, also DAX Kursindex, Eurostox, S&P 500, Dow Jones, sieht man hier doch sehr schön, wie stark eigentlich die amerikanischen Märkte in den vergangenen 16 Jahren gestiegen sind. Ja, also selbst ausgehend hier vom Hoch, das haben sie inzwischen deutlich überwunden, während hingegen DAX knapp darunter ist. Und das europäische Auswahlbarometer sogar deutlich schlechter gelaufen ist. Und deshalb immer auch das mal im Hinterkopf behalten, amerikanische Aktienmärkte sind langfristig betrachtet durchaus attraktiv. Und da hat sich jetzt vor allen Dingen auch mit der Wahl doch ein deutlicher Wechsel ergeben. Wenn man das Ganze hier mal als Performance Index betrachtet, also den Dow Jones Performance Index, ist ja vollkommen unbekannt eigentlich, auch hier spielt er natürlich seine Stärken aus. 140% liegt er im Augenblick über den 2000er hoch. Der DAX mal gerade 30%, das ist doch ein relativ deutlicher Unterschied, wenn man sich das mal anschaut. Ja, haben wir doch am US-Aktienmarkt bisher relativ gutes Geld verdienen können. Auch wenn man jetzt zum Beispiel im Jahr 2000 zu dem Hype noch eingestiegen ist, dann ist man jetzt inzwischen schon wieder doch relativ komfortabel im Gewinn. Ich gucke mal kurz in die Fragenbox rein. Genau, danke für den Hinweis. Mit Brexit und Trump, genau, da lag ich ja falsch. Deswegen, ich bin da der klassische Kontraindikator, was politische Börsen angeht. Sage ich hier auch ganz offen. Also ich war ja davon ausgegangen, Brexit wird es nicht geben und Trump wird es nicht schaffen. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Jetzt sage ich, das Reformprogramm in Italien wird abgeschmettert. Das heißt, Renzi bekommt dann Schwierigkeiten und nach der bisherigen Logik würde ich davon ausgehen, dass die Italiener das Reformprogramm dann annehmen. Also offiziell sage ich, wie gesagt, Italien-Reform wird abgelehnt. Das nochmal hier für die Agenda. Gut, gucken wir uns die nächste Folie an. Ein wichtiger Punkt finde ich eben auch, den man im Augenblick berücksichtigen sollte. Argument für Aktien war ja immer Alternativlosigkeit. Hier nochmal die Gegenüberstellung. Der S&P 500 kommt im Augenblick auf eine Dividendenrendite von ungefähr 2%. Die 10-jährigen US-Bonds derzeit bei rund 2,3% angesiedelt. Also liegen schon leicht über dem Niveau, also über der Dividendenrendite, die der S&P 500 bietet. Und damit eben sticht eben dieses Argument der Alternativlosigkeit nicht mehr so sehr. Das haben wir in Europa bzw. in Deutschland noch ein bisschen anders. Der DAX bietet ja eine Dividendenrendite von 2,8%, die 10-jährigen Deutschen bei 0,24%. Also hier haben wir durchaus noch eine große Schere von rund 2,5 Prozentpunkten. Die Verzinsung, die Dividendenrendite am Aktienmarkt ist dann noch
wesentlich attraktiver als das, was eben an den Anleihemärkten zu holen ist. Und das ist auch sehr interessant, weil dadurch natürlich auch eine große Schere entstanden ist. Die 10-jährigen US-Anleihen sind ja sehr relativ kräftig angezogen, während hingegen die deutschen Pendants da noch gar nicht so viel passiert ist. Wir haben inzwischen die größte Zinsdifferenz zwischen amerikanischen und deutschen 10-jährigen Staatsanleihen seit 20 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das begünstigt natürlich dann auch Anlagen in US-Dollar und damit stärkt es wiederum die Nachfrage an des US-Dollar. Also ihr seht, ein Rad greift ja auch immer ins andere rein. Kein Markt ist isoliert voneinander zu betrachten. Und insbesondere die Zinsmärkte werden uns ja dann auch im kommenden Jahr noch verstärkt beschäftigen. Hier nochmal die schöne Grafik von Wellenreiter. Dieser 30-Jahres-Zyklus, auf den baue ich ja auch weiterhin und habe ja auch gesagt, wir haben schon das Zinstief in den USA gesehen. Es war 2012 gewesen bei 1,75%. Jahresschluss ist dabei immer wichtig. Wir sind, wie gesagt, im Augenblick bei 2,2% und es sieht alles danach aus, dass dieser 30-Jahres-Zyklus von Hochs und Tiefs nach wie vor Bestand hat. Und das hieße dann 2012 eben das Tief und wir hätten dann roundabout 2040 wieder einen Hochpunkt bei den Zinsen. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen und ist auch wegen der Verschuldung problematisch, aber das Problem wird vielleicht irgendwie gelöst werden müssen, ja, wenn Investoren sich aus den Anleihenmärkten verabschieden, aus welchen Gründen auch immer. Das muss ja nicht zwangsläufig wieder in so eine Spitze laufen, wie zum Beispiel 1980 mit 14%, das ist ja vollkommen klar. Aber so Zinsen im Bereich der 10-Jährigen von 4-5%, why not? Ja, oder 3-3,5-4%, das kann alles möglich sein, wenn einfach Kapital abgezogen wird aus den Anleihenmärkten, wenn die Notenbanken auch nicht mehr mit ihren Aufkäufen das verhindern können, dann werden wir das unter Umständen sehen. Immer auch so ein bisschen darauf achten, was ist so ja, das, was im Augenblick niemand auf dem Schirm hat. Ja, so dieser schwarze Schwan-Denken, mit einer Zinserhöhung hat eigentlich niemals jemand gerechnet. Das Argument war immer, die Notenbanken kaufen alles auf, aber wir sehen, die Zinsen steigen in den USA schon. Die Inflationserwartungen ziehen kräftig an, das zeigt ja auch diese Grafik hier sehr schön, die einfach mal die Nachfrage nach den Tipps anzeigt. Das sind inflationsindexierte US-Staatsanleihen, das heißt also, in Tipps investiere ich dann, wenn ich mich vor Geldentwertung schützen möchte. Und man sieht hier, die sind zuletzt auf dem 8-Wochen-Hoch die Nachfrage darauf kräftig angezogen. Das heißt also, viele Investoren sichern oder bringen ihr Geld in inflationsgesicherte US-Staatsanleihen unter. Und ja, hängt natürlich auch damit zusammen. Wir haben einen Jahresvergleich stark steigenden Ölpreis. Wir haben offenbar eine amerikanische Wirtschaft, die ordentlich zulegen wird, wenn man sich die Schätzungen für das vierte Quartal anschaut, vom GDP-Now-Modell der Atlanta Fed sind wir inzwischen bei 3,4% Wachstum angekommen. Also wird inzwischen eine Menge eingepreist und wenn man sich vor allen Dingen auch nochmal die Marktbreite anschaut, ich habe mal hier den Chart rübergeholt, vom Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite, iShares, Russell 2000, die haben ja am Montag allesamt neue Rekorde erreicht. Gerade der Russell interessant, weil im Russell 2000 ist ja der Index der Nebenwerte, der amerikanischen Small Caps, der Mid Caps und die sind natürlich stark auf die amerikanische Wirtschaft fokussiert. Die haben weniger hohe Exportquote als jetzt zum Beispiel hier die Unternehmen im Dow Jones. Und ja, wenn die natürlich hier so eine rasante Rallye zeigen, dann heißt das nichts anderes, dass Investoren davon ausgehen, dass diese Unternehmen natürlich auch in Zukunft glänzende Geschäfte machen, weil einfach die amerikanische Wirtschaft so richtig mal in Schwung kommt. Und deshalb ist das mal ganz interessant hier mit zu berücksichtigen. Russell 2000 so als ein Indikator eben für das Vertrauen in eine stärkere Wachstumentwicklung der amerikanischen Wirtschaft und das gleiche gilt natürlich auch, wenn man sich mal den Dow Jones Transport Index anschaut. Wir haben eine FedEx gesehen, die auf Rekord ausgebrochen ist, auch eine UPS genauso. Also die ganzen Logistikwerte ziehen hier an und eben das hier zusammengefasst mit dem Transportindex, auch der ja seit der US-Wahl eine richtig kräftige Rallye angezogen, unterstützt somit eben auch das Ganze, ist ja ein hochzyklischer Wert. Da sind ja viele Logistiker drin untergebracht und Logistik ist natürlich genau dann interessant, wenn ich davon ausgehe, dass es auch viel zu transportieren gibt.
Und deshalb ist eben der Dow Jones Transportation Index immer auch ein ganz guter Indikator zur Einschätzung des Marktes der künftigen Wirtschaftsentwicklung. Hier steigt die 200-Tage-Linie inzwischen an. Wir sind hier über den Widerstand bei rund 8.090 bis 8.150 ausgebrochen. Zielbereich ist jetzt wieder hier so die Hochpunkte aus Anfang 2015, Ende 2014 im Bereich der 9.230 Punkte. Das kann man im Augenblick noch davon ausgehen, dass wir das so kurz- bis mittelfristig erreichen werden. Und dieser Mix sorgt insgesamt eben für eine relativ marktbreite Aufwärtsbewegung inzwischen in den USA. Hier der Dow Jones darunter, ja auch auf Rekord, hat heute, glaube ich, erstmals dann auch die 19.000er Marke genommen. Nächstes Ziel dann psychologisch die 20.000er Marke. Wir sind jetzt hier in einem Zug mal eben 1.000 Punkte nach oben gelaufen. Das ist schon relativ viel. Ich gehe nicht von einer gleichen Aufwärtsdynamik aus, aber kurzfristig ist einfach so diese Fantasie noch relativ präsent. Ja, Trump wird die amerikanische Wirtschaft mal kräftig anschieben. Ich bleibe da ganz ehrlich skeptisch, denn er rudert einfach bei vielen Themen zurück. Es ist jetzt nicht nur, dass Hillary Clinton nicht hinter Gitter soll, das hat er ja heute wohl offenbar auch entschieden, dass er da nicht weitere Sachen verfolgen will diesbezüglich, aber auch beim Thema zum Beispiel, ob jetzt eine Mauer gebaut werden soll zu Mexiko, was er jetzt durchgewunken hat, das sind diese ganzen Handelsabkommen, dass die aufgekündigt werden, also so ein bisschen Protektionismus. America First rückt da natürlich stärker in den Vordergrund. Das ist für amerikanische Unternehmen natürlich vorteilhaft und deswegen sind auch die US-Aktien so stark gestiegen. Aber man muss auch gucken, dieser Protektionismus hat natürlich Nachteile. Gerade wenn man eben als US-Unternehmen auf den Weltmärkten aktiv ist und da dann Gegenwind hat von dieser Seite her, könnte es problematisch werden. Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, der niedrige Euro ist natürlich für die europäischen Unternehmen ein Vorteil, aber für die amerikanischen Unternehmen, Spiegelbildbetrachtung, ein Nachteil. Weil die haben natürlich damit Wettbewerbsnachteile auf den Weltmärkten mit einem starken Dollar. Und der Dollar ist ja auch gegenüber nicht nur dem Euro deutlich gestiegen, sondern auch gegenüber allen anderen Währungen aber kräftig zugelegt. Der Dollarindex auf dem höchsten Stand, weiß ich jetzt nicht, 16 Jahre oder sowas, ist auf jeden Fall aus einer zweijährigen Seitwärtsspanne rausgebrochen. Also von der Währungsseite her haben die amerikanischen Unternehmen auch ein bisschen Gegenwind. Das ist nicht nur alles rosa-rot, was man hier sieht. Rekorde sehen wir, aber weiterhin etwas vorsichtig sein. Hier, wie gesagt, der S&P schön ausgebrochen über die 2190, der Prognosekorridor abgeleitet aus den Schwankungen des Index um die 21-Tage-Linie lässt im Augenblick Kurse bis ungefähr 2240 Punkte zu, Tendenz leicht steigend. Wie gesagt, ich gehe hier weiterhin davon aus, jetzt haben wir zwar den Ausbruch gesehen, wir haben jetzt hier nicht eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung, aber ich rechne nicht damit, dass wir hier eine richtig dynamische Rallye auf der Oberseite sehen. Eher so ein leichtes Geplänkel nach oben, mal wieder ein bisschen zurück und so weiter. Solange es hier vor allen Dingen von Trump wirklich nicht Fakten gibt, wie er die Konjunktur ankurbeln will. Bisher hier ist es immer nur, weitreichende Infrastrukturprogramme, 500 Milliarden Dollar, 1 Billion, wie auch immer. Aber was macht er konkret? Ja? Das ist der entscheidende Punkt. Das will ich erst lesen. Ob da tatsächlich das auch so umgesetzt wird an Infrastrukturmaßnahmen, wie er es angekündigt hat. Oder, das befürchte ich, kassiert er auch das ein bisschen, weil sich einfach die USA das nicht leisten können, nicht noch eine stärkere Verschuldung, und schraubt das Ganze dann auch ein bisschen zurück. Das würde dann wiederum für einen Dämpfer sorgen. Und dann würden alle, die hier darauf gesetzt haben, sich natürlich daraus verabschieden. Und dann sehen wir das, die spiegelbildliche Entwicklung, das heißt die kleinen Werte, mittleren Werte im Russell 2000 kommen am stärksten unter Druck und die exportorientierten Aktien etwas weniger. Guck mal eben noch mal kurz hier in die Fragenbox rein. So, kann ich die Verschwörung bei der Skype. Ja. Das mal kurz hier zu den US-Aktien und hier nochmal ein Vergleich auch.
S&P 500 im Vergleich eben zum DAX ist ja für mich eigentlich immer so der, das, das Pendel, damit man weiß, welcher Index ist im Augenblick eher bevorzugt, wo ist die relative Stärke zu sehen. Haben wir hier auch jetzt so eine Entwicklung gehabt, Anfang Juli eine Aufholjagd des deutschen Marktes gesehen, hier also eine aufbauende relative Stärke gesehen des DAX gegenüber dem S&P 500 und jetzt hier so seit der Wahl, kann man sagen, seit Anfang November auch wieder schlägt das Pendel so ein bisschen nach unten. Das heißt also, die relative Stärke des amerikanischen Aktienmarktes lässt, nimmt zu und der DAX kommt hier entsprechend etwas hinterher. Hat ja auch von der Rendite seit Jahresbeginn weniger geliefert als zum Beispiel US-Indizes. Also das Geld, das zeigt diese Grafik hier auch nochmal deutlich, fließt im Augenblick ganz klar in Richtung USA. Deshalb würde ich noch die amerikanischen Aktienmärkte noch leicht übergewichten derzeit gegenüber den europäischen, gegenüber dem DAX auch. Das kann sich vielleicht mit dem Italien-Referendum Ende kommender Woche etwas ändern, dass wir dann nochmal so eine Aufholjagd sehen in Europa, aber im Augenblick sieht man doch, dass eher die europäischen Märkte gemieden werden und die amerikanischen dann doch im Vorteil sind. Kommen wir damit dann auch zum DAX. Mal kurz hier noch einen Blick. Ich habe noch ein paar Folien hier zur Berichtssaison, die ja relativ gut verlaufen ist. Morgen kommt ja dann noch Infineon mit den Zahlen rein, am Donnerstag ThyssenKrupp, aber insgesamt haben wir das jetzt eigentlich mal durchgesehen. Wir hatten in den USA ja schon über den Erwartungen liegende Ergebnisse gehabt, also auch die Überraschungsquote war ja in kleinen Skala positiv gewesen. Auch die Umsätze haben sich relativ gut entwickelt, die ja auch wirklich entscheidend sind, weil die Gewinne, je Aktie, die kann ich ja in Anführungszeichen manipulieren durch Aktienrückkäufe, aber bei den Umsätzen habe ich natürlich nicht diesen Sondereffekt. Bei den DAX-Unternehmen, die haben sich auch relativ gut geschlagen, 40% der DAX-Unternehmen übertrafen die Erwartungen, rund 20% enttäuschten, eine Commerzbank, eine Deutsche Bank, Allianz, Daimler, Volkswagen, Siemens, das waren so ein paar Beispiele, die eigentlich das mit ihren Bilanzen ganz klar überzeugt haben, relativ finanztitellastig das Ganze. Das Umfeld ja auch für die Finanzwerte hat sich wieder verbessert zuletzt mit der steileren Zinskurve. Ja, das heißt also, die 10-Jährigen steigen etwas stärker ja als die kurzlaufenden Anleihen. Damit verbessert sich wiederum die Marge dann auch für die Unternehmen, also für die Finanzinstitute. Das spielt natürlich auch den Versicherern so ein bisschen in die Karten. Und eine Allianz hier zu nennen und natürlich auch eine Siemens. Siemens ist ja auch eines der Indexschwergewichte, legte seit Jahresbeginn rund 19% zu, war also eine wesentliche, wichtige Stütze auch gewesen, hat die Dividende erhöht, zum zweiten Mal in Folge die Jahresprognose auch. War jetzt in den vergangenen Wochen nicht ganz so zufrieden gewesen mit dem Geschäft, aber insgesamt ja die Aktie doch ganz klar auf dem Vorwärtsmarsch. Und wir haben hier noch die Ausblicke. Auch die waren eigentlich relativ gut reingekommen. Ich glaube, mehr als ein Drittel der Unternehmen, die bisher berichtet haben, haben sogar einen positiven Ausblick gegeben. Das ist hier diese dunklere Balken. Also auch die DAX-Unternehmen insgesamt also verhalten doch optimistisch. Wenn man sich das mal anschaut, so positiv eigentlich gesehen wie seit dem vierten Quartal 2010 nicht mehr. Mag zunächst einmal überraschen, da man ja auch nicht genau weiß, wie es eben politisch in 2017 in Europa weitergeht, wie vielleicht tatsächlich dann auch die Folgen aus dem Brexit sind. Aber zumindest mal die Unternehmen selbst sind doch relativ zuversichtlich. Die Analysten, wenn man sich das anschaut, die Gewinnschätzungen für den DAX im 12-Monats-Vergleich eher noch in Rückwärtsgang oder stabilisieren sich, je nachdem, welchen man zugrunde legt. Also die Analysten sind nach wie vor eher zurückhaltend, was eben auch dazu führt, damit wiederhole ich mich letztlich, dass man einfach in Europa noch, was die Investitionsquote angeht, am Aktienmarkt nach wie vor etwas vorsichtig ist. Aber zumindest von fundamentaler Seite her gesehen gefällt das eigentlich insgesamt auch. Und der DAX, wie gesagt, ganz klar ja noch günstiger bewertet als jetzt die US-Aktienmärkte. Gut, gucken wir uns mal kurz die Charts hier an. Muss man nicht so viel zu sagen im Augenblick. Der DAX, es gibt so ein paar leicht positive Tendenzen, die wir hier sehen können. An der 10.600 verläuft hier die 21-Tage-Linie, hier diese blaue Linie, und die wurde in den vergangenen Tagen, also seit letztlich die Wahl durch ist, in den USA immer gekauft. Das heißt, der DAX wird, fällt nicht mehr unter seinen Monatsmittelwert zurück. Das ist schon mal ein erstes positive
Beobachtung. Zweitens, wir handeln hier schon seit rund 3 Wochen, 2,5 Wochen im oberen Bereich dieser Seitwärtsspanne. Ja, wir sind hier nicht mehr zurückgefallen, wie es ja sonst immer der Fall war, hier oben angelaufen, Rückfall, sondern der DAX behauptet dieses Niveau hier im oberen Bereich dieser Seitwärtsspanne. Das heißt, das Verlangen nach Gewinnmitnahmen ist offenbar nicht da. Das ist auch schon mal leicht positiv zu sehen. Das alles spricht so ein bisschen für eine rund 55-60%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Ausbruch hier auf der Oberseite sehen, also über die 10.830, das wäre so die wichtige Schwelle. Selbst dann gehe ich auch noch nicht davon aus, dass wir hier, wie gesagt, so eine deutliche Rallye sehen. Der DAX hat Nachholpotenzial gegenüber den US-Aktien, das ist richtig. Aber ja, vom Sentiment her gesehen sind wir ja schon leicht optimistisch eingestellt. Deshalb die Marschroute eigentlich klar, solange der DAX über der 21-Tage-Linie per Tagesschluss bleibt, die im Augenblick bei rund 10.600 Punkten verläuft, bleibt die Chance für einen Ausbruch über die 10.830 bei rund 55-60%, würde ich mal so sagen. Fallen wir unter die 21-Tage-Linie, dann hier die 10.500 beachten. Das ist so der Mittelbereich dieser Seitwärtsrange. Wird die 10.500 unterbrochen, dann geht es runter mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bis in den Bereich 10.265, 10.200. Dann laufen wir wieder die Unterseite dieser Range an. Das könnte der Fall sein, wenn in Italien das Referendum abgeschmettert wird und sich da dann wieder eine politische Krise breit machen sollte. Dann dürften wir wohl eher hier die untere Region ansteuern. Wird das durchgewunken, gehe ich mal davon aus, dass wir hier oben nach ausbrechen. Ziel über der 10.830 wären dann so die 10.900-Punkte-Marke. Das ist ja hier die Oberseite des dunkelgrauen Prognosekorridors, abgeleitet ja aus den Schwankungen, um den Stundenkurs, Maximalpotenzial ungefähr 11.000 derzeit. Das ist hier die hellgraue Zone. Was auch dafür spricht, nicht nur, dass der DAX über der 21-Tage-Linie sich hält und hier an der Oberseite dieser Seitwärtsrange, sondern auch ja im Tageschart hier nach wie vor eine schöne Serie von steigenden Hoch- und Tiefpunkten. Das sind hier diese grün gestrichelten Linien. Auch die ist ja weiterhin intakt. Das heißt also so von der übergeordneten Perspektive, seit Jahresbeginn haben wir nach wie vor noch einen Aufwärtsimpuls. Und das manifestiert sich letztlich auch hier in der steigenden 200-Tage-Linie. Hier diese violette Linie, das ist die 200-Tage-Linie. Auch die steigt ja seit Mitte Oktober an. Das sind so alles mal Signale, die zumindest mal eher dafür sprechen, dass wir über die 10.800 steigen und eher gegen einen Rücklauf hier an die Unterseite. Dazu haben wir ja auch noch das saisonal relativ positive Umfeld. Das ist ja jetzt so die besten 6 Monate im Jahresverlauf seit Anfang Oktober. Auch das spricht eher noch für steigende Kurse, aber das muss natürlich dann jetzt auch noch kommen. Und dafür brauchen wir jetzt mal eine grüne Ampel aus Italien, würde ich sagen. Dann könnte das noch was werden. So, ich gucke auch nochmal wieder kurz in die Fragen rein, wird ja eifrig genutzt. Genau, das ja, Dollar-Index hier noch ein guter Hinweis eben auch. Dollar-Index kann natürlich auch zu Problemen an den Schwellenländermärkten führen. Das ist richtig, die Schwellenländermärkte sind ja auch schon teilweise etwas unter Druck gekommen, weil einfach hier auch viele Kredite natürlich in Dollar abgeschlossen wurden. Und mit dem steigenden Dollar haben sie dann natürlich ein Problem beim Schuldendienst, bei der Zinsleistung. Und deshalb wird hier eben auch Kapital aus den Schwellenländern abgezogen. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mal gesehen, steigender Dollar führt immer zu Kapitalabflüssen aus den Schwellenländern. Das kann sich natürlich auch wieder zuspitzen, die Situation. Das ist vollkommen richtig. Das ist ein Nebeneffekt natürlich auch des steigenden Dollar. Und deshalb kann eigentlich auch die amerikanische Notenbank kein Interesse daran haben, die Zinsen zu stark zu steigern. Denn ansonsten fliegt einfach die Währungskomponente um die Ohren. Denn wenn der Dollar zu stark aufwertet, nicht nur gegenüber dem Euro, sondern vor allem auch gegenüber vielen Schwellenländerwährungen, dann bricht natürlich hier auch die Nachfrage weg aus den Schwellenländern und dann können die Unternehmen auch letztlich nichts mehr verkaufen in diesen wichtigen Zielmärkten. Und das ist natürlich letztlich dann auch ein Problem und eine Herausforderung, die es dann 2017 zu meistern gibt. Also da auch drauf achten, ist ein guter Hinweis. Ne?
Gut, damit dann mal zum heutigen Thema auch noch, was ich rausgegraben hatte, ja, die Aussichten für die kommenden Wochen, wenn man sich das Ganze mal etwas statistisch zu Gemüte führen möchte. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und untersucht, welche der Indizes im Zeitraum zwischen Thanksgiving, also jetzt dem Donnerstag, und Weihnachten, Heiligabend, hier war hier der Stichtag gewesen, die beste Performance in den vergangenen 10 Jahren geliefert haben. Hier einfach mal der Überblick, TecDAX, MDAX, der DAX, der S&P, der Dow Jones und der Nasdaq 100. Und ja, die meisten haben eigentlich eine sehr ansehnliche Gewinnquote, abgesehen hier von den Technologiewerten mit 60%. Das heißt also, in 8 von 10 Fällen, hier oben, wenn wir einfach mal den TecDAX durchgehen, in 8 von 10 Fällen liegt der TecDAX in den vergangenen 10 Jahren zwischen Thanksgiving und Weihnachten zu. Das ist ja schon mal eine relativ ordentliche Gewinnquote, auf die man durchaus setzen kann. Die Durchschnittsperformance vom TecDAX ist auch relativ hoch. 3,4% liegt das Barometer im Durchschnitt zu. Damit auch deutlicher, zum Beispiel als der DAX, der kommt auf 2,3%. Dann haben wir hier noch die amerikanischen Indizes, 2% knapp. Der höchste Verlust bei den Technologie im Barometer 2,4%, also auch relativ gering. Das Risiko auf der Unterseite scheint damit etwas geringer zu sein. Und wir hatten den höchsten Gewinn, ich glaube, das war 2007 gewesen, mit gut 11%. Also wenn man jetzt hier einfach mal sich diese kleine Performance-Auswertung anschaut, welcher Index würde sich anbieten für die restlichen Wochen bis Weihnachten, dann ist hier zum Beispiel der TecDAX mal zu nennen. Hat eine relativ hohe Gewinnquote und eine hohe Durchschnittsperformance. Aber auch eigentlich alle anderen Indizes sind relativ gesehen ja, derzeit attraktiv. Der Zeitraum, wie gesagt, zwischen Thanksgiving und Weihnachten ist also positiv, hatte ich ja eben auch schon gesagt. Von der saisonalen Komponente haben die Aktienmärkte weiterhin eine solide Unterstützung und legten, wie gesagt, in dem Untersuchungszeitraum auch sehr, sehr häufig zu. So, das kann man natürlich jetzt für einzelne Indizes machen. Spannend ist natürlich auch für einzelne Aktien, denn die bieten natürlich noch mal ein bisschen mehr an Volatilität auch, an mehr Performance auch. Und genau das habe ich auch noch mal gemacht. Ich habe hier mal berechnet, und zwar auf die 110 Aktien, also den HDAX mir durchgegangen, also alle Aktien aus dem DAX, den MDAX und den TecDAX. Und da mal geschaut, welcher Wert hat da bietet die höchste Durchschnittsperformance im Zeitraum Thanksgiving bis Weihnachten? Wie ist der Median, also der Mittelwert der Performance und die Gewinnquote daraus dann? Also wie oft legte eine Aktie in dem Zeitraum zu? Und das einfach mal für die 110 Aktien berechnet, ein kleines Filterkriterium eingebaut, und zwar mussten mindestens 10 Zeitreihen auch zur Verfügung sein. Also eine Aktie, die zum Beispiel 2006 noch nicht vertreten war, beziehungsweise einfach noch nicht gelistet war, die ist dann rausgefallen. Und das führte dann dazu, dass es nur noch gut 80 Aktien letztlich in die zweite Runde geschafft haben. Das ist das Ergebnis hier. Und interessant sind natürlich die Werte, die eine relativ hohe Gewinnquote bieten. Und das habe ich dann nochmal ein bisschen aufbereitet, verschönert und zeige ich euch das auch nochmal ganz exklusiv. Das sind die Top-Werte im Augenblick, die für den Zeitraum Thanksgiving bis Weihnachten die höchste Gewinnquote bieten. Und hier nochmal dann als zweites Filterkriterium die Durchschnittsperformance berechnet. Und ja, da sieht man das schon sehr schön. Wir haben eine Aktie im DAX, die hier ganz oben zu sehen ist, eine Volkswagen, legte in allen untersuchten Fällen zu, hat also eine Gewinnquote von 100%, besser kann man es eigentlich nicht, kann es nicht laufen. Durchschnittsperformance von 5,7%, höchster Gewinn 18,9%, höchster Verlust waren mal 0,8%, also höchster Verlust kann es natürlich nicht geben, aber die schwächste Performance waren mal 0,8% gewesen. Also Volkswagen, wenn man sich diese Statistik hier mal zu Gemüte führt, sicherlich einer der Top-Kandidaten im Augenblick. Das Problem ist nur, der Trend auf Tages- und Trend auf Wochenbasis ist im Augenblick noch abwärts gerichtet. Von der Warte her gesehen noch nicht ganz so überzeugend, aber ich glaube, ich hatte es auch schon mal gesagt,
rein charttechnisch gesehen arbeitet die Aktie ja relativ gesehen an einer schönen großen Bodenbildung. Wir hatten die auch bei Indexradar kürzlich noch empfohlen als Trading-Tipp. Das ist auch bisher ganz gut angelaufen hier. Wichtig hier diese Aufwärtstrendlinie seit dem Tief im Oktober vergangenen Jahres, wo ja quasi diese ganze Abgasproblematik kulminierte, sehen wir ja hier eine schöne Serie von steigenden Tiefpunkten. Das heißt, dieser Rücksetzer wurde immer wieder früher zum Einstieg genutzt. Und daraus kann sich dann hier verbunden mit diesen Tiefpunkten eine schöne Aufwärtstrendlinie abgeleitet werden. Und die scheint jetzt wieder auch zu greifen. Verläuft im Augenblick bei 113,58. Erstes Ziel, der Monatsdurchschnitt ist jetzt mal erreicht, aber ich sehe durchaus noch Potenzial eigentlich bis 128. Und wenn man sich diese Statistik eben, die ich gerade gezeigt hatte, ja noch mit berücksichtigt, dann stehen die Chancen wirklich relativ gut, dass wir hier auch die 128er Widerstandsregion anlaufen. Das übergeordnete Ziel bei Volkswagen ist natürlich ganz klar hier ein Ausbruch über die 135 bis 140er Marke. Ja, das ist hier der zentrale Widerstand im Augenblick noch. Wenn der rausgenommen wird, und dafür hat die Aktie im Augenblick noch Zeit auch, wenn man das hier als ein aufsteigendes Dreieck insgesamt betrachtet, dann sollte ja der Kurs nach ungefähr zwei Drittel der Strecke nach oben hinausbrechen. Das wäre hier also durchaus so auch zum Jahreswechsel dann der Fall. Und über der 140er ist dann natürlich nochmal richtig viel zu erwarten. Ja, dann haben wir hier schnell auch mal die 160 bzw. 170er Marke wieder in Reichweite. Wir haben hier dann die große Abwärtslücke noch, die hier besteht. Auch die würde dann nochmal so ein paar Trader anlocken in den Wert. Also im Augenblick sicherlich noch im mittelfristigen Bereich eine interessante Einstiegsgelegenheit bei Volkswagen. Da bin ich durchaus noch ein Freund von. Aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten war die Situation vor rund anderthalb, zwei Wochen noch ein bisschen besser, aber insgesamt sieht das immer noch gut aus. Immer noch eine schöne Serie steigender Tiefpunkte und das deutet eben auf steigende Nachfrage auch hin. Also sicherlich ein interessanter Wert. Auch hier natürlich die Diskussion, ich weiß, Werke in Mexiko hat Volkswagen. Wie ist das dann mit möglichen Strafzöllen, wenn die Trump durchsetzen würde? Ich weiß, diese ganze Problematik ist richtig. Das soll jetzt hier einfach nur mal wirklich auch die charttechnische Perspektive sein. Kommen wir nochmal zurück hier auf die schöne Übersichtsseite. Rational, der Großküchenhersteller, ebenfalls eine sehr starke Quote. Kurzfristig der Trend hier leider auch abwärts gerichtet, kam hier ein bisschen unter Druck mit den jüngsten Zahlen, die nicht ganz so super ausgefallen sind. Schwächere Marge haben wir hier gesehen in Asien. Aber warum nicht? Also auch hier die 200-Tage-Linie, wurde die Aktie eigentlich immer schön dran gehandelt. Sind wir jetzt ein bisschen drunter gelaufen. Hier ist aber relativ gesehen ein guter Unterstützungsbereich gegeben. Hier drehte die Aktie auch schon mal mehrfach so im Bereich 380, 400, 420. Also kann man durchaus auch machen, zumal der Wert ja auch etwas überverkauft ist mit minus 5,5% zur 21-Tage-Linie. Kann man sich auch die Rational mal so als Depotbeimischung durchaus anschauen und so als eine mögliche Wette eben auch für den von mir angesprochenen Zeitraum, also jetzt bis Weihnachten. Da hat die eigentlich eine relativ gute Quote, ja, mit 100%, besser geht's nicht. Durchschnittsperformance von rund 5% hat im schwächsten Zeitintervall mal nur 0,9% zugelegt. Also ich würde mal sagen, es gibt da wirklich schlechtere Quoten, wenn man sich diese Geschichte hier anschaut. Allianz kam eben auch als Frage rein, gucke ich mal kurz drauf. Auch natürlich interessanter Wert, einer der wenigen DAX-Aktien, die es hier in das Ranking geschafft haben, legte in 9 von 10 Fällen in den vergangenen 10 Jahren zu. Das ist schon mal gut, eine Durchschnittsperformance von knapp 7%, größter Verlust in dem Zeitraum 2,8%, größter Gewinn gute 22%. Der Trend auf Tages- und Wochenbasis zeigt aufwärts, also sagt uns, die 200-Tage-Linie steigt, die 21-Tage-Linie steigt. Also von der Warte her gesehen schon mal positiv. Einziger negativer Faktor bei der Allianz, ich habe hier den Chart mal reingeholt, die ist im Augenblick ein bisschen heiß gelaufen. Also sieht man hier, der graue Prognosekorridor, da hat sie jetzt so die Oberseite erreicht. Das fällt auch ein bisschen zusammen hier mit so ein paar Widerständen bei 155, 158. Ist auch einer der Hauptprofiteure, ganz klar, von der Entwicklung an den Zinsmärkten. Und wir hatten jetzt zuletzt auch wieder Kapitalzuflüsse gesehen in der Fondsmanager-Tochter PIMCO. Also auch da könnte der Turnaround dann erreicht sein. Aktienrückkäufe, Dividende, ja sowieso super bei der Allianz. Aber hier ist jetzt auch inzwischen schon ein bisschen was eingepreist. Also
Allianz bietet sich sicherlich noch an als sein mögliches Ziel im DAX für die nächsten Wochen. Aber würde ich mich jetzt nicht so stark mal drauf konzentrieren, weil es einfach kurzfristig gesehen ein bisschen heiß gelaufen ist. Wie gesagt, hier haben wir jetzt ein paar Widerstände, 155, 158 Euro. Darüber wäre dann so 165 bis 170 ein Zielbereich. Sie sollte nach Möglichkeit nicht mehr unter 147 zurückfallen, beziehungsweise die 21-Tage-Linie 145 Euro. Aber insgesamt die Allianz sicherlich noch mal interessant. Ich guck mal wieder in die Fragenbox rein. Noch mal kurz eine Frage zu Volkswagen. Wo haben wir sie hier? Ob ich da aktuell eine bärische Flagge sehe bei Volkswagen? Und auf welcher Zeitebene eine bärische Flagge? Also, das ist jetzt einfach mal die mittelfristige Analyse gewesen hier im Tageschart. Ob das hier eine bärische Flagge ist, diese kleine Aufwärtsbewegung nach dieser Bewegung hier? Ja, muss aber noch nicht sein. Das kann ja alles sein. Die ist ja noch längst nicht abgeschlossen. Also, das hier wäre eine bärische Flagge. Ich glaube, das ist hier wirklich dieser kurzfristige Blick, den hier ein Teilnehmer meint. Das hier. So, dann müssten wir hier unter 117 schließen. Dann hätten wir hier so eine kleine Flagge mal abgeschlossen. Ziel dann ja unterhalb von 113 sehr wahrscheinlich. Aber das ist ja im Augenblick noch nicht abgeschlossen. Also könnte in Arbeit sein, sehe ich aber derzeit eher noch nicht. Also wenn wir hier über die 21-Tage-Linie steigen, sieht das eigentlich relativ gut aus. Also zumindest mal in der mittelfristigeren Betrachtungsweise finde ich Volkswagen doch ganz interessant. Wichtig, ja genau, nochmal ganz klarer Hinweis, ja. Volkswagen bleibt auch nur interessant, solange hier dieser Aufwärtstrend gültig bleibt, ja, das ist vollkommen klar. Also sollte Volkswagen hier unter den Aufwärtstrend fallen von 113, beziehungsweise das September-Tief, so im Bereich der 110 Euro, dann ist natürlich dieses ganze Ausbruchsszenario hinfällig. Ja, das ist immer ganz wichtig zu sehen, weil ich das jetzt hier nicht so deutlich gesagt habe. Also darauf basiert natürlich die Fantasie Richtung 128 beziehungsweise 135, 140, egal warum auch immer, ja, ob das jetzt operative Entwicklung ist, Absatzzahlen, Abgasskandal, Strafen, Porsche-Beteiligung, whatever, der Chart, da sind ja letztlich alle relevanten Informationen drin gespiegelt. Dieses Ausbruchsszenario, diese Ziele auf der Oberseite, 128, 140 Euro, das bleibt nur so lange gültig, wie dieser Aufwärtstrend hier intakt bleibt, ja, beziehungsweise die Aktie auch nicht hier unter das September-Tief zurückfällt. Sobald das natürlich der Fall ist, der Aufwärtstrend gebrochen wird und die Aktie darunter fällt, dann ist das hinfällig und dann sieht die Situation natürlich auch vollkommen anders aus. Ja? Dann ist nämlich der Aufwärtstrend weg und dann haben wir durchaus hier auch wieder Abwärtsspielraum natürlich hier in die Region 105 Euro, 100 Euro. Das kommt dann relativ schnell wieder. Das ist klar, darauf muss man sich natürlich einstellen. Deswegen hier auch schön einen engen Stopp dann platzieren, damit man auch ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis hat. Kam auch so eine Frage rein, wie man einen nachhaltigen Ausbruch zum Beispiel sehen kann. Also hier zum Beispiel beim DAX. Wann ist ein Ausbruch wirklich auch als nachhaltig einzustufen? Oder wann könnte es sich um einen Fehlausbruch handeln? Die Frage kann man nur extrem schwierig beantworten, kann man nur sehr schwierig beantworten. Lehrbuchmeinung heißt ja immer, ein Ausbruch über einen charttechnischen Widerstand muss durch steigendes Volumen auch untermauert sein. Ja, ist vollkommen richtig, aber das ist in den seltensten Fällen tatsächlich auch der Fall. Ob das dann tatsächlich auch das Handelsvolumen entsprechend ansteigt. Also, ich sage mal so, wann liegt ein nachhaltiger Ausbruch vor? Ganz einfach hier die Zeitebene auch ein bisschen beachten. Ein Ausbruch auf Wochenbasis ist immer aussagekräftiger als ein Ausbruch auf Tagesbasis. Ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis ist immer aussagekräftiger als ein Intraday-Ausbruch. Wenn man sich da schon mal ein bisschen dran hält, dann wäre man zum Beispiel hier nicht eingestiegen, ja, so am 24. und am 25. Oktober. Nämlich da ist der DAX nur intraday hier mal über die 10.800 gestiegen. Aber der Tagesschluss lag dann wieder deutlich darunter. Also da würde ich mal drauf achten, der Tagesschluss ist wirklich wesentlich aussagekräftiger. Das gilt sowohl für Indizes
als eben auch natürlich für Einzelaktien selbst. Das wäre dann schon mal eine Richtschnur, wo man sich dran halten kann. Also Intraday ist Tagesschluss unterlegen, Tagesschluss ist Wochenschluss unterlegen. Und dann natürlich geht es auch weiter. Monatsschluss natürlich immer aussagekräftiger als ein Wochenschlusskurs. So, wenn es jetzt dann zu einem Ausbruch kommt per Tagesschluss über die 10.800, 10.830, dann sollten im Idealfall die Kurse auch am Folgetag noch weiter anziehen. Das heißt, es muss dann Anschlusskäufe geben. Das ist wichtig. Nicht, dass dann die Kurse relativ schnell wieder zurückfallen. Was durchaus denkbares Szenario ist, weil auch gerade die Frage reinkommt, natürlich kann der DAX hier oben ausbrechen, mal eben auf die 11.000 und dann wieder zurücklaufen. Das ist ein durchaus typisches Verhalten. Das wäre sogar positiv zu sehen, wenn der DAX hier wieder gekauft wird. Ja, wenn also hier so ein Ausbruch kommt über die 11.000, dann ein Rücklauf in die Region 10.750, 10.830 und dann der DAX hier gekauft wird und davon wieder abprallt, dann ist das so ungefähr ein Idealszenario. Denn dann wurde der Ausbruch hier tatsächlich auch nochmal bestätigt. Und das ist dann, ja, sehr nachhaltige Entwicklung wäre dann zu erwarten. Das sieht man relativ selten, aber es ist dann auch umso aussagekräftiger. Deshalb ist so ein Rücklauf an einen ehemaligen Widerstand, der dann einen Rollentausch vollzieht in Richtung einer Unterstützung, auch durchaus positiv zu sehen, wenn er eben dann erfolgreich verläuft, wie in diesem Beispiel hier. Natürlich kann das Ganze auch anders vonstatten gehen und der Index fällt dann wieder nach unten hinweg. Das ist dann ein Fehlausbruch hier oben. Davor kann man aber auch eigentlich nie gefeit sein, es sei denn, wie gesagt, man arbeitet auch dann mit verschiedenen Filtern. Ja. Man zieht den Stopp entsprechend nach, man geht zuerst mal eine Anfangsposition ein, baut die dann weiter auf und nimmt dann auch relativ zügig Gewinnmitnahme mit, beziehungsweise benutzt eben solche Filter, wie zum Beispiel hier diese Prognosekorridor bei uns bei Indexradar, wo wir ja auch sagen, so viel Potenzial ist im Augenblick noch vorhanden. Wenn das ausgeschöpft ist, wie zum Beispiel eben hier Mitte August, wo wir die Oberseite dieses Prognosekorridors erreicht hatten, dann lieber mal wieder Gewinne mitnehmen. Also auch nicht zu gierig werden. Das gleiche gilt ja auch hier für auf Tagesbasis natürlich. Wenn sich der DAX zu weit von seiner 21-Tage-Linie entfernt, also mehr als 4,5 bis 5%, dann ist immer Vorsicht angebracht. Ja, dann sollte man eher Gewinne mitnehmen. So muss man das dann so ein bisschen adjustieren. Aber grundsätzlich ist so ein Rücklauf an einen ehemaligen Widerstand, der dann zur Unterstützung wird, ein sehr, sehr positives Signal. Wollen die Fragen nochmal durchgehen? Lufthansa, noch eine Frage. Lufthansa sehe ich auch generell, ja, auch überhitzt im Augenblick. Ist zwar eigentlich, da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, die Top-Aktie im DAX zum Jahreswechsel, also immer die, glaube die 5 Tage vor dem Jahresschluss und die ersten 5 Tage nach dem Jahresschluss, da hat die Lufthansa die beste Gewinnquote, und zwar allen DAX-Aktien, auch in den vergangenen 5 Jahren, glaube ich, gehabt. Ist im Augenblick ein bisschen heiß gelaufen, ja. Also hier dieser Anstieg von, was sind das, rund 40-45%, ist ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Jetzt haben wir auch noch den Streik, der dazu gekommen ist. Wäre ich jetzt vorsichtig, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt reingehen. Also ich sage es mal so, ich bin eigentlich langfristig bei der Lufthansa ein ganz klarer Freund davon, dass man sich hier an die einfache Regel hält und die lautet seit 16 Jahren ganz klar, Lufthansa kann man kaufen, wenn sie so im Bereich um 9 Euro ist, ja, hier unten in der Zone. Meistens dreht die hier so im Bereich von 8 bis 9 Euro wieder nach oben. Und dann das Ganze wieder ein paar Monate bis Jahre verkaufen, später verkaufen, so in dem Bereich hier. Ich ziehe es mal ein bisschen zusammen. So. Das ist so eine typische Trading-Aktie eigentlich, wenn man es im langfristigen Bereich haben will. Unten eigentlich relativ gut in der Einstelligkeit wird das Ding immer gekauft. Und oben werden meistens Gewinne mitgenommen, so ab 15, 16, 17 Euro, dann dreht die wieder. Und das funktioniert seit 16 Jahren relativ gut und deswegen ist hier im Augenblick das Niveau von 12,70 Euro, finde ich nicht sonderlich attraktiv. Lufthansa ist attraktiv bei 8 bis 9 Euro, also in der Einstelligkeit. Ich
BMW als Alternative zu Volkswagen. Ja, kann man auch sehen. Also BMW hat natürlich weniger Skandale am Hals. Und ist jetzt hier von der Ausgangsbasis, würde ich mal sagen, noch ein bisschen interessanter. Wir sind jetzt hier auch an einem Widerstand dran gelaufen, 83, 84 Euro. Da könnte auch rausgenommen werden. Der Daimler entwickelt sich zuletzt ja auch schon sehr erfreulich. Also wir könnten hier durchaus bei den Automobilaktien so eine schöne Ausbruchsbewegung sehen. Wir hatten ja jetzt auch zuletzt relativ gute Zahlen vorgelegt. Von daher BMW, Daimler, Volkswagen insgesamt mal betrachten, auch von der relativen Stärke her gesehen, ist der Autosektor sicherlich nicht ganz uninteressant. Wenn wir hier noch die Widerstände rausnehmen, 83, 84 Euro, dann ist bei BMW durchaus auch noch mal Runde 7 bis 8% Luft auf der Oberseite vorhanden. Und die ist ja noch nicht überhitzt jetzt. Das für so als eine zyklische Komponente sicherlich sehr interessant. Ein Beispiel für ein gutes Einstiegssignal, noch kurz abschließend. Ja, gehen wir auch zum DAX einfach über. Ja. Ich denke, das ist relativ deutlich. Also jede Aktie hat natürlich auch so ihre Besonderheiten. Eine Lufthansa im einstelligen Bereich kaufen, da kann man dann sehr gut nachhandeln. Jetzt beim DAX zum Beispiel ein gutes Einstiegssignal finde ich immer, wenn er sehr weit unter der 21-Tage-Linie handelt und somit überverkauft ist. Also hier so Differenzen dann im Abstand von mehr als 7%, 5 bis 7% zur 21-Tage-Linie hier. War in der Vergangenheit immer ein relativ gutes Signalgeber gewesen, dass der DAX einen Tiefpunkt erreicht hat. Genauso wie er einen Hochpunkt erreicht hat, wenn er sich um mehr als 4 bis 5% von seiner 21-Tage-Linie nach oben hin abgesetzt hat. Dann eher mal Gewinne mitnehmen. Ja, hiermit hat man relativ gut die Hochpunkte getroffen. Also zumindest mal so ja, im Swing-Trading-Bereich, im Positionstrading-Bereich, je nach Anlagehorizont natürlich, aber das ist so eine ganz gute Richtschnur, aus der man agieren kann. Also nach unten hin 5 bis 7% Abstand zur 21-Tage-Linie, nach oben hin 4,5 bis 5% Differenz zur 21-Tage-Linie, dann war der DAX wieder überhitzt gewesen. Das ist so ein ganz guter statistisches Hilfsmittel, um Übertreibungsphasen gewinnbringend auszunutzen. Das kann man natürlich auch noch ganze etwas abrunden, wenn man sich zum Beispiel die Marktbreite anschaut, die bringe ich ja auch regelmäßig aus dem DAX zum Beispiel. Da haben wir jetzt kein klares Signal vorliegen, leider. Aber es ist auch so ein gutes Kontrasignalgeber. Ja, hier zum Beispiel Mitte Februar notierte keine Aktie mehr im DAX über ihrer 200-Tage-Linie und keine Aktie mehr über ihre 21-Tage-Linie. Das heißt, der Markt war einfach überverkauft gewesen. Und dann hat man hier diesen Tiefpunkt sehr gut getroffen. Ja, das gleiche gilt auch hier zum Beispiel kurz vor dem Brexit. Auch da waren keine Aktien mehr, die über ihre 21-Tage-Linie notierte. Hat man auch den Tiefpunkt sehr gut getroffen. Das gleiche dann hier zum Beispiel mit dem Hochpunkt. Wenn mehr so als 85 bis 90% der Aktien im DAX über ihre 21-Tage-Linie notieren, dann ist nicht meistens ein Hochpunkt vor. Und der fällt sehr häufig zusammen dann auch mit einem relativ weiten Abstand des DAX zur 21-Tage-Linie. Und wenn ich beides zusammenfüge, dann habe ich ein sehr gutes statistisch untermauertes Fundament, von dem ich ausgehen kann, dass ich einen Wendepunkt am Markt erreicht habe. Das ist so zum Beispiel eine Regel, die ich sehr, sehr gerne anwende. Also ein Marktbreitenindikator und eben ein Abstandsindikator auf den jeweiligen Basiswert. So, das soll es gewesen sein. Jetzt haben wir schon wieder 5 nach 8. Ich denke mal, wir haben soweit alles untergebracht. Nächste Woche dann gerne weitere Fragen dazu, auch zu den statistischen Auswertungen, die ich hier gemacht habe. Stimmt, ich wollte hier noch eine Rheinmetall, sollte man sich auch mal anschauen, sehr interessant, Profiteur der ganzen Trump-Entwicklung und eine MTU, schaut da auch mal drauf, steht auf Rekordhoch, hat auch eine super Quote hier, starke Performance-Daten, also da auch mal einen Blick drauf werfen, finde ich auch sehr interessant. Jo, das soll es gewesen sein für die Woche. Ich hoffe, da war mal wieder einiges Erfrischendes dabei gewesen, was man so in anderen Webinaren nicht bekommt. Denke ich mal, hier so eine Auswertung habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, was haben wir noch? Abschließend der Blick auf die Orientierungsmarken. Habe ich soweit alle aktualisiert. Euro-Dollar sehe ich im Augenblick eher unten angekommen, dürfte zu einer Erholung ansetzen. Gold auch eher unten. DAX, wie gesagt, warten wir alle auf die
10.830, wird aber sehr wahrscheinlich nicht vor der Renzi-Abstimmung Ende kommender Woche passieren. Ja, ansonsten ATX weiter auf dem Vorwärtsmarsch. So, das war's gewesen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Dienstag dann wieder und soweit. Alles Gute bis dahin und ciao.